Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, herzlich willkommen zurück. Bella! Hallo, na? So, was treibt man heute Schönes? Ich muss jetzt gleich erstmal weg. Ja, das ist immer schön. Das, Ja, wieso, ne? wieso musst du denn weg? Aus Gründen. Sowas hasse ich immer. Was denn für Gründe? Sag doch mal. Nein, das sage ich dir nicht. Ich habe auch mal. Ey, ich darf auch. Erstens, wir sind nur zusammen. Ich habe noch private Sachen zu erledigen. Ist ja okay, kannst ja machen. Warum grinst du die Ja. ganze Zeit? Ja, Hä? ist halt Lasten so. da. Ah ja? Ich muss gleich weg. Ja, Snandern oder was, mit dem dich triffst? Nein, ich habe keinen So anderen. fröhlich, freudig grinsend. Hä? Nein, ich habe keinen anderen. Du bist der Einzige. Jetzt guck mich nicht so an. Ich guck aber. Ich habe keinen anderen. Das ist ja in Ordnung. Naja, gut, dann mach du mal dein Zeug. Dann ich komme. Miguel, ich habe eine Dein Idee. Ich komme Privatleben nachher mal. noch. Ich komme. Was? Ja, dann mach du mal dein Privatleben. Was für mein Du hast ja Privatleben? gerade gesagt, du hast auch noch privates Ich Zeug. habe auch nur Privates. Das ist eine Kleinigkeit. Ja, Ich dann komme mach doch deine nachher wieder. Kleinigkeit. Ich rufe dich. Ich habe eine Idee. Ich rufe dich nachher an und dann komme ich vorbei. Ja? Ja, mach das doch. Ich habe eine kleine Überraschung. Für den Miguel. Ja? Jein. Ja, gut, komm, ich lasse mich überraschen. Bin ich Bis gespannt. später! Peter. Unfassbar. Diese Frauen, ey. Hatten einen immer auf Trab. Was ist mit dir? Willst du schon wieder runterspringen? Nee, warum? Ja, weil du hier so stehst. Ja, ich gucke mir so ein bisschen, ich war gerade so ein bisschen am Da Überlegen. Wisst ihr, was mir. Philosophierst du über Landhandel? Ja, naja, wo so in so Richtung hingeht, einem drum und dran, weil gerade, ich sag mal so, ich hab mir so ein paar Gedanken gemacht, Chef. Okay. Gerade so Klingt mit sehr ernst. dem, ja. Die eine lacht, wenn sie mit mir redet, der andere heult, wenn er mit mir redet. Oder klingt Nee, ernst? jetzt, komm her. Nee, pass auf, es geht ja um den Außenposten. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Unter bestimmten Voraussetzungen im Vertrag wäre ich der Meinung, wir sollten uns zwei Mitarbeiter dafür suchen und der eine würde ich mich sogar mit einer Sonderklausel dazu bereit erklären, dass wir den Till dazu nehmen. Und die Sonderklausel ist dann, sprich niemals mit Emily. Natürlich möchte ich das Thema ernst behandeln. Was ist die Sonderklausel? Die würde ich dir dann, wie gesagt, ich würde die Verträge aufsetzen, würde dir die dann vorlegen in den nächsten Tagen und da kannst du dir in Ruhe dann durchlesen. Ja, mach das doch. So, aber wir müssen halt wirklich denken, beziehungsweise uns wirklich mal wieder auf das Wesentliche besinnen, Chef, und Ja, da muss das ich wäre schon gut. ganz ehrlich sagen, da gehört auch dazu, dass du dich da auch mal ab und zu wieder in die Spur bekommst mit deinen Späßen und irgendwo Also auch so deine einen, wie ich Grenzen gerade eben wiederfindest. gemacht habe, ja? Naja, wie gesagt, ich habe den ja etwas überhört. Ach, den hast du überhört. Na gut. Ja, und muss halt auch dazu sagen, unser Gezanke schadet unserer Firma. Ach, ist ja auch schon aufgefallen. Und da gehört aber auch dazu, dass du nicht immer alles auf andere abwälzt und dich im rechten Licht hinrückst. Wir sind immer zwei dazu, Chef, oder? Ja, absolut, bin ich deiner Meinung. Deswegen. Und jetzt lass uns überlegen, wie wir Fritzl wieder mal eins reinbraten können. Nee, ja, der Fritzel, da steht hier doch der Klaas. Der müsste auf jeden Fall, ja, den müssen wir Ja, vorne was? noch ein bisschen wieder ganz machen. Da bin ich ein bisschen angestupst. Ja, pass auf, ich kann den ja lackieren, wieder so ein bisschen schick schön machen. Ne? Ja. Aber du sagst halt, du kommst halt voller Trauer zum Fritzl und sagst, wir konnten ihn nicht mehr retten. Das können wir machen. Das ist lustig. was ist mit dem LKW vom Ringel da? Also der soll veräußert werden vom Ringele. Der soll weg, ne? Und Der neue DAF genau. müsste ja auch irgendwann geliefert werden. Der müsste ja dann auch demnächst reinkommen, das stimmt, das Genau, stimmt. perfekt. Wenn es ja gut, wenn es passt. Pass auf, Chef, du könntest mal, weil ich muss oben noch ein paar Unterlagen fertig machen, du könntest ja mal das Fass hinterfahren, weil das ist noch vom Ringele. Könntest das waschen, könntest das dann beim Ringele oben hinstellen und wenn du das Fass oben hingestellt hast, könntest du mal den MAN schon runterbringen beim Karl zum Verkauf. Ich würde dich dann per Eigenachse wieder Weißt abholen. du was? Hast du schon eine Idee? Ja. Weißt du was?
Was nochmal? Achso, zum Karl, ja. Hast du schon eine Idee betreffend des zweiten Mitarbeiters? Würde mich mal interessieren. Also da muss ich sagen, nee, noch nicht ganz. Es gibt da zwar so ein paar, die ich so in Gedanken hatte, aber ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Wir hatten da mal einen ganz kompetenten mit da aus Untergriesbach. Aber da würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht dahingehend nochmal einen Ausflug machen. Okay. Nach Untergriesbach, weil es tut mir leid, da hat so eine komische, ich weiß nicht, war das in Bayern? Oder wo kam der her? Nee, der Dialektvetter aus Thüringen, der wäre doch klasse. Oh, warte mal, ich klinge Telefon. Ja? Ja. Oder Sachsen oder wo der her war. Ach, du schon wieder. Was ist los? Hast deine kleine Kleinigkeit schon erledigt oder was? Ja, komm mal auf den Hof. Auf welchen Hof? Bei uns am Landhandel. Komm mal auf den Hof. Ja, bin ich. Ich stehe hier. Bist du unten? Ich bin unten. Ich stehe vor der Maschinenhalle. Also, ja, Werkstatt. Dann bleib da stehen. Fahr los. Wer ist bei dir? Nix, keiner. Wer ist bei dir? Ja. Hey, mein Schatz. Hi. Wer ist bei dir? Ja, guck einfach Richtung Heutrocknung. Was zum Geier? Vorsicht, die kommt schnell. Achtung. Was hat die genommen? Ich frag mich eher gerade, was hab ich genommen? Dass ich ein. Oh mein Gott. Ich leg mal auf. Ihr seht das auch, oder? Hallo, ich steig ein. Wir machen eine romantische Bootstour. Ich habe eine Frage. Fährt man damit nicht auf dem Wasser? Ja, nein, der hat so einen Knopf für. Genau, da kommen dann Reifen raus. Da musst du ja mit Reifen trampeln. Das ist ein Amphibienfahrzeug oder was? Ja, das ist ja, super. Sogar. Fritzl, hast du gerade übelst gute Laune? Es geht so, warum? Hast du gute oder schlechte Laune? Alle gut. Oh, super. Dann können wir die ja vermiesen. Guck mal, dein LKW hier. Dein Traktor. Ja. Der muss ja repariert werden. Ja, genau. Der ist Schrott. Der muss verschrottet werden. Der geht gar nicht mehr. Nein. Doch. Dann, der bleibt trotzdem. Der ist komplett hinüber. Der Karl holt ihn gleich ab. Nein, er wird nicht verschrottet. Dass er kaputt ist, ist okay. Dann stell ihn mir kaputt am Hof. Aber? Also... Achso, weil der Lift war oder was? Ja, genau. Also wenn er wirklich nicht mehr zu reparieren geht, ist voll okay, gar kein Problem. Aber dann trotzdem nicht verkaufen, den bringe ich zu mir am Hof. Nee, der ist natürlich nicht Schrott, war nur ein Spaß. Achso. Aber repariert, ist fertig. Also ganz ehrlich, das ist mir zu hoch. Der fährt die weg, die Ente. Oh, der Karl, grüß dich. Moin. Oh, unser LKW, perfekt. Ja, jetzt bin ich schon laut und klöd. Was für ein Glück? Was? Jetzt fahr doch mal hinten in den Teich mit dem Ding. Was ist das denn für ein Moped hier? Ich kann das gar nicht anziehen hier mit der Ente. Kannst selbst mit so einem scheiß Ding kannst du nicht okay, fahren. Harry, hast du Nachricht bekommen? Ja, es ist relativ. Ich bin. Genau, ich würde jetzt erstmal den Auflieger fix zum Ringele fahren und dann runter zum Karl. Passt das? Ja. Das passt, genau so. Okay, alles klar. Karl, wir müssen uns gleich mal bei dir unten an der Firma treffen. Da gibt es ein bisschen ein paar Sachen zu erledigen. Hey, gut, kannst du mich mitnehmen? Ich komme hier nicht wieder zurück. Ja, mach das. Warte, wer betrügt wen? Miguel? Ich habe keine Ahnung, was er meint. Ja? Miguel? Ja? Wenn du dann schon mal unten bist und so, könntest du für Harry und mich zwei Kinder-Buenos mitbringen, eine Kiste Bier und noch ein paar Brötchen. Frau Eilig, Sie haben die Steuern, lassen Sie mich raten, oder? Ja, genau. Ganz schön. Großes Kino wieder. Großes Kino? So, wie viel kriegt man diesmal wieder? Nee, ich krieg was. 18.100, na gut, das hält sich alles in Grenzen. Aber wir müssen mal schauen. Sag mal, ist für Johannes das schon ausbezahlt worden? Nee, der hat doch gar keine Rechnung gestellt, Harald. Da müssen wir mal gucken. Ja, da müssen wir uns mit ihm nochmal kurz schließen. Was genau, wegen der Ernte und alles. Den habe ich getroffen gestern, der war nämlich hier. Eilig, die heißen auch alle gleich. Ehrlich, Eilig. Nimm doch die Stadt. Geld an Hof überweisen. Ja. Bitte an die Stadt überweisen. Ja, geht. 15.100 oder was? 18.100. Ach, 18.000. Kann man da 16.5 vielleicht draus machen? Da muss ich mich wieder rechtfertigen beim
Bäder. Das ist aber auch schlimm. So, komm, Karl. Achso, hat noch jemand hier irgendwas? Sowas nennt sich zweiter Bürgermeister. Ja, ich würd gleich nachkommen. Hallo, ich habe auch ein Geschäft, was ich leiten muss, Frau Eilig. Fritzel, komm, ich bring dich wieder zum Hof und dann fahr ich mit. Ja? Ja. Ich soll doch noch einen Drecker mitnehmen, den Schrotzer. Ein Drecker, der Schrotzer? Ja, das ist der Klaas da. Ja, der ist mir ja rum, den soll ich in den Schrott haben. Ja, genau, der geht in den Schrott. Ja, dann soll ich den mitnehmen, oder? Nee, am Arsch! Alles gut, alles beide und Verscheißerer. So, komm, wir fahren gleich mit der Bude hier. Ja, warum, nehm ich mit. Ja. Wir rein in die Karre. Ja, im Staublitzer. Also, Chef, mal langsam. Ey, das Ding soll wieder zum Ringele, ne? Ja, der Auflieger, genau. Der ist schon klar. Und der andere soll weg. Ja, richtig. Du solltest das Fass aber vorher noch waschen. Auch noch. Ja, natürlich. Kundenfreundlichkeit geht alle ja, an. Ja, natürlich. Gut, bis gleich. Tschüss. Jo, ciao. Hä? Wieso stehen hier? Ach, hier steht unser Duffer-LKW. Wir haben zu viele LKWs. Also, das muss man mal ganz klar so sagen. Wir wollen nicht sehr. Da habe ich einen Rummel von, wa? Nee, wir haben nur zwei LKWs, um genau zu sein. Wer hört das hier? Der hier ist Ringele. Der wird exportiert, Karl. Da kannst du direkt loslegen, genau. Und ansonsten, wie läuft's bei dir, Karl? Viel zu tun? Stress? Regelmäßig Stogon schmeckt. Viel Stress? Nee. Lass. Nö, alles gut. Alles gut. Sehr schön. Boah. Combat Van, aber nützt dir nichts. Was für ein Zeug? Ich sag Combat Van, aber nützt dir nichts. Aha. Ja. Also, was ist mit dir los? Du bist im Moment immer so, wenn ich, nee, du putzt ja nicht richtig mit mir. Nee, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, weil ich die Hälfte nicht. Ja, weil ich die Hälfte immer nicht verstehe. Ja, du bist hier so in Schule dann. Ich verstehe die Hälfte nicht und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ja, dann sag doch, ich verstehe dich nicht. Ja, dann, ich verstehe dich nicht. Ja, siehst du, der Kigam war, das ist doch mal ein Anfang. Ha, irgendwann kriege ich dich auch noch so viel, dass du mit mir broten kannst. Ja, irgendwann Brot, Mama. Mach mal Brotzeit. Ja, das will ich auch noch, ja. 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 Nee, aber ansonsten, Karl, ist alles gut, ja? Ja, doch. Aal gesunde Munte. Das ist gut. Das ist das Wichtigste. Ja. Ja. Ich habe auch noch was für dich. Erzähl mal. Es würde auch hinkommen. Kannst dich gleich ankicken, wenn wir hier unten sind. Ach so, wenn wir unten sind. Okay. Ja. Oh, da bin ich auch mal gespannt. Nur Überraschung heute. Als Bella, na gut, die Überraschung war scheiße. Ein Quietsche-Entenboot da. Ich habe ja gedacht, weißt du was? Ich habe ja gedacht, ja, ich wäre zum See gefahren. Da sitzt Bella in so einem Boot drin. Weißt du wie? Dann wäre ich damit eingestiegen. Dann wären wir da übers Wasser geschippert. Voll romantisch. Bisschen schöne Musik oder so. Oh, warte mal, ich verstehe die Wahl so. Jetzt kommt schon wieder. Ja? Oh, Miguel, ich wollte eigentlich den Karl anrufen. Warte, der hört dich, der sitzt neben mir. Karl? Ja, Karl hier. Ist meine Bestellung schon angekommen? Ja, der ist für morgen angekommen, den kann ich gleich mitnehmen, wenn der unten ist. Ja, ich bin auf dem Weg und runter. Ach, du kommst da hin? Ja, egal. Ja, ich auch. Oh Gott. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt 2 Meter vor der Spedition. Ja, wir dann kommen auch jetzt. Einfach raus. Wir kommen auch hier. Okay, dann bis gleich. Tschö. Jo, na. So, okay. Kommt die Olschke auch noch daher? Noch was? Was habe ich da? Treffen wir hier bei mir an Spedition oder was? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. So, pass auf. Ja, habe ich gedacht, so, weißt du, ich setze dich ins Boot, schipp erst so romantisch schön los und alles wird total toll. Weißt du was? Da hätte ich vielleicht sogar einen Antrag gemacht. Wenn sie das gemacht hätte. Oha. Ja. Hätte ich vielleicht sogar gesagt, ey, so romantisch und so weiter. Und was macht sie? Kommt sie mit einem anderen und mit keinem geringeren wie Fritzel in so einem Loveboot da angefahren? Also ganz ehrlich, ey. Das ist nee. Ja, da muss ich ehrlich sagen. So, um so ein bisschen Knick und Knack und so weiter und dann läuft das nicht mehr. Ja, wahrscheinlich. Was? Knick und Knack? Ja. So, warte kurz, ja? Hallo, hier ist Alfred Schwarz. Oh, Alfred, grüß dich. Servus. Wie läuft's denn unter Griesbach? Ja, läuft ganz gut eigentlich. Also ich bin sehr zufrieden mit allem. Okay. Was hast du, Alfred? Ich habe eine Frage. Gibt's denn eine Fruchtart, die am Landhandel benötigt, die aber eher selten angebaut wird? Eine Fruchtart, die wir am Landhandel benötigen, aber selten angebaut wird. Puh.
lass mich überlegen. Pass auf, folgendes, wir müssen sowieso unsere Lagerbestände abchecken und alles notieren, um da mal eine neue Übersicht zu bekommen. Ich würde nachher direkt mal schauen, wie unsere Lager aussehen und würde dir dann direkt Bescheid sagen, was da in Frage kommen würde. Okay, super, machen wir so. Okay. Ich hätte nämlich nur zwei freie Felder und hätte da eigentlich Platz für irgendwas, was halt jemand braucht. Ja klar, gerne, wird man auf jeden Fall wahrnehmen. Dann frage ich mal, wie bei uns der Zustand aktuell ist und vor allem guck mal in die Lager, das ist perfekt. Okay, super, machen wir so. Danke dir, Alfred, lieb von dir. Danke, tschüss. Ciao. Ah, sehr gut. Ja, du, Karl, mit den Untergriesbachern, das ist ein nettes Völkchen dort eigentlich, ne? Ich habe da bis jetzt noch keinen so gehabt, der blöd war irgendwie. Also, außer der Kreuzbursch, der hat eine Waffe. Nein, eine Waffe. Ich hab doch noch ein Knefer kennengelernt. Ich kenn die gar nicht. Du kennst sie gar nicht? Da muss ich mal mit dir nach Untergriesbach, sagst du dir mal auf Vorstellungsrunde. Nimmst mich hier nie mit, du forst immer ländlich hin. Ja, was müssen wir machen? Nehme ich dich mal mit, Karl. Ja, dann machen wir. Kein Problem. So, du gib mir dann, was die Madonna für die gekauft hat. Wer, wie, was hat gekauft? Welche Madonna? Dean. Dean Olschke. Was, Bella? Ja. Wie, was hat die gekauft? Ja, kick die mal an. Bella hat was gekauft? Ja, für die. Für mich? Oh Mann, ey. Noch eine Überraschung. Ja, mach mal einen. Kick mal einen. Für morgen kommen. Hallo, Bella. Hallo. Nicht dein Ernst. Moin. Hallo. Überraschung. Ich hoffe, ihm gefällt's, Karl. Ja, oh, dann läuft ich voll. Ich mache hier gerne mich drum spielen. Kann ich die hier nur endlich mal aufschleppen? Oh, wow. Miguel, sagst du jetzt nichts? Bisschen schlau, komm mal. Miguel, das ist für dich. Das hab ich dir gekauft. Hä? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich freuen. Warte, ich fahre den mal auf den Hof. Moment. Harry, das ist mir ein Quäntchen. Der zieht auf jeden Fall eine schöne Rauchwolke. Weiß man immer, wo er ist gerade. Da freust du dich nicht? Ich überlege gerade, ob ich lachen oder weinen soll. Ja, dann freu dich doch einfach. Ich hab dir was gekauft. Also, ich freue mich sehr, dass du mir das gekauft hast. Das ist klasse. Mhm. Ich frage mich nur gerade, wo hast du das Geld her? Oh mein Gott. Da braucht ihr mir keine Gedanken, wenn wir das alle pumpen. Sparbuch oder so war das, keine Ahnung. Was interessiert dich das, wo das Geld herkommt? Jetzt freust du dich oder freust du dich nicht? Ich würde mich freuen, wenn ich wüsste, wo es herkommt. Wer es bezahlt Nein. hat. Ich habe es. Ah, du hast bestellt. Das bezahlt. Ja, du hast das bestellt, das weiß ich. Das habe ich jetzt schon mitbekommen. Karl, von welchem Konto ist das abgebucht worden? Du, da finde ich eine von Hecken. Ich denke mal, das kommt noch irgendwann. Das ist alle Pumpblut. Sollte das vom Landhandelkonto abgebucht worden sein, dann müssen wir mal ein ehrliches Wort miteinander reden, Frau Bella. Ja, und ich wollte mit dir gleich noch, Ja, was ein denn? Türchen machen. Ein Türchen? Ist schon wieder Weihnachten? Ja. Türchen auf? Nee. Okay, folgendes. Karl, der LKW soll exportiert werden. Ne, das geht auf Ringeler. Ja, da mag ich. Das machst du perfekt. Ich würde mir jetzt mal das Teil hier schnappen und würde einfach mal eine Runde drehen damit, ja? Ja, das ist doch vielleicht der beste Zeitpunkt. Du kannst die Frau endlich mal aufschleppen. Das Problem ist, die Tür klemmt. Ich habe die Beifahrertür versucht aufzumachen, die klemmt. Ja, aber du bist doch mit Trecke hier, dann kann ich die doch nur endlich mal aufschleppen. Ach so, ja, das kann ich machen. Ja, dann. Ich. Hoppi Galoppi, ich bleib da im Traktor. Ich hab doch nie. Ich hab doch nie den Abschlepp-LKW bedient. Aber ey, Miguel. Ja? Du magst ja doll. Und denk dran, wie die nächste Gelegenheit, wird's wohl. Knickknack. Was für Knickknack? Ach, gar nichts, passt schon, Bella. So, okay.
So. Den soll ich jetzt hier abschalten? Scheiße, wie soll ich das denn machen? Keine Ahnung. Warte mal, hier ist ein Knopf, da steht hier Dings, ausfahren. So, und jetzt muss das doch da drunter, oder? Ich glaube schon. Warte, Kannst du das noch weiter runter? Ja, warte kurz, ich muss... Warte kurz. Ich versuche, Moment. Achso, das ist das. Was macht man hier? Ach, Tür geht auch auf. Super, Tür geht auf. Das ist klasse. Weißt du, das habe ich ja nicht. Okay, Moment. Okay. Ich... Scheiße, da sind 1000 Knöpfe drin in dem LKW. Wie geht das? Lass mich mal probieren. Sicher? Ja, komm her. Ach so, ich hab's die Idee. Warte mal. Hä? Ah! Jetzt pass auf. Okay, ich hab's richtig gefunden. Mhm. Jetzt hier drunter, ja? Ja. Warte. So? Jetzt. Ja. Bist du drauf? Ja, ich bin drauf. Jetzt musst du die Spanngurte anlegen. Ach du Scheiße. Ich glaube, die musst du ausfahren. Warte mal kurz. Du musst das erstmal ein bisschen ausfahren noch und hier hoch machen. Warte. So. So, ja, oder? Ja. Oh, Reifen ist nicht mehr am Boden. Okay, das ist klasse. So. Ja, Gott. So. Okay. Ich glaube, sieht gut aus. Ja, also... Ach so, das sind die... Ah, das ist das. Okay, Moment. Ja. Warte, jetzt müssen wir hier noch die Gurte dran machen. So. Babs. Ja. Ich glaube, es ist richtig. Ich würde ja sagen, schlepp mich ab, aber naja. Ach, ist ja geil. Okay, ich versuch's mal. Ja. Okay, alles klar. Wow. Nein, stopp. Warum denn? Wir müssen jetzt um die Kurve rum, das ist jetzt alles nichts. Wir müssen gucken, ob das jetzt funktioniert. Scheint zu gehen. Ja, sieht doch gut aus. Ja. Oder? Was meinst du? Ja, alles gut. Ja, perfekt. Super, der hat sogar unsere Wundbeleuchtung. In diesem Sinne, ich habe die Bälle abgeschleppt. Wie geil ist das denn? Wir sind erstmal raus. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Schönen Start in die Woche, heute Abend Livestream. 20 Uhr geht's los. Bis dahin. Tschüss und ciao.